Tag 4. Nee. Motivation ist raus. Spaß. Was machen wir heute, Fladdy? Boah, Gaza-Grill, was ist das krasses? Okay. Wir machen heute. Jetzt wieder Konzentration. Wir checken heute die krassesten Gebäcke Kopenhagens aus. Kopenhagen hat nämlich eine sehr, sehr starke Bäckerszene. Dann essen wir einfach nur ein paar klassische dänische Hotdogs. Und am Ende gehen wir noch zu so einem kleinen Ghetto-Laden, wo auch so viele Gastronomen gehen, Is That Grill. Und schließen heute mit ein bisschen Dirty Food ab. Fast Food ab. Wir haben so viele Bakery bei uns. Wir haben so ein paar, die inzwischen gibt's ja gute Albert Prospekt so ein bisschen in die Richtung und so. Und ich habe so ein bisschen jetzt gegoogelt und die Liste ist lang. Ein, zwei haben Leute auch leider zu, da können wir nicht hingehen. Also hier gibt's gefühlt 20 richtig heftige Bäcker, wo einem richtig das Wasser im Mund zusammenläuft. Wir gehen jetzt als erstes zu einem, der war auch im Noma irgendwie und hat jetzt so eine Bäckerei aufgemacht. Die soll ziemlich spannend sein und da gibt es dieses Spandauer, wie vorhin gesagt, eben ein Gebäck nach dem Spandauer benannt, witzigerweise. Ja, wir wissen auch den Zusammenhang nicht, aber wir haben es gestern noch schon mal gegessen. Sehr lecker. Ganz lecker, trotzdem aber in so einer anderen, so einer länglichen Form. Aber auch mit Plundergebäck. Auch mit Plundern sollte diese Art Creme Brûlée Creme drin sein. Geil. Krass. Und beim nächsten, das wird krass, denn danach gehen wir zur Hartbargerie oder Bägerie. Das ist zum Teil, da ist noch der René Rezipi vom Noma mit dabei. Und einer, in der Stadt? Oh ja. Und einer von der Tartine Bakery in San Francisco. Da bin ich sehr krass gespannt. Und ich will auf jeden Fall so eine Käsesemmel mir mal holen hier. Ja, die und die haben so gerollte Gebäcke mit Mohn und Käse. Fast wie eine Schnecke, genau, aber anders geflocht. Also ich so persönlich, fast die süßen Sachen sehen hier so krass aus. Ja. Ich persönlich freue mich. Wir müssen heute leider süße Sachen essen. Heute ist Kohlenhydrat, Carbs. Und heute Abend geht es dann auch wieder zurück. Genau. Darum genug mit. Und morgen wieder. Wir haben die Arbeit. Und morgen geht's wieder in die Arbeit. Und wir sehen uns dann bald wieder in Schweden. Ich dachte, das war doch ein anderer, der ist vom Bargerie der Spanier. Das Croissant müssen wir eigentlich auch probieren. Ja, wenn das doch Croissant war, ja, das finde ich gerne das. Ja, also wir können auch bei dem anderen Croissant essen. Okay. Ja, nimm doch dazu in dem Fall. Komm. Guck mal das Brot an, wie krass das aussieht. Ja. Also das ist eigentlich muss man so ein Brot nehmen, wenn wir mehr Gepäck haben. We will take the one cheese bun. Yes. And then we will take this one, the colored one, Spandauer. Yeah. And the Fresner and the croissant. Okay. And the Kringle. You can tell us why it calls Spandauer. No idea. Sie konnte uns auch nicht sagen. So sieht der Spandauer übrigens aus. Warum der Spandauer? Ich konnte uns auch nicht sagen, warum der Spandauer heißt. Aber wir werden es im Laufe des Tages herausfinden. Irgendwer wird uns das heute auf jeden Fall noch sagen können. Sieht nämlich fantastisch aus. Also ja. Es ist ein Kringel-Blätterteiggebäck oder Plunderteiggebäck. Plunderteiggebäck ist nämlich noch so ein bisschen luftiger. Blätterteig ist ja eigentlich ohne Hefe oder genau. Doch mit Hefe? Nee. Ohne Hefe. Ein Croissant ist kein Blätterteig, sondern ein Plunderteig. Genau. Klassisch. Genau. So. Und Vanillecreme in der Mitte. Das sieht tatsächlich ein bisschen aus wie eine Füllung von der Creme Brûlée. Genau, ja, da ist auch so leicht verbrannt, ist halt nicht karamellisiert oben. Aber man sieht auch die Vanillepunkte. Man sieht die noch einzelnen drin. Vanillepunkte. Also ist halt nicht irgendein Scheiß, ne? Also, wie sowas Schönes aus Spandau kommen kann, ist mir immer noch ein Rätsel. Also, ich muss auch sagen, wir halten die gerade mal 2 Minuten in der Hand und die ersten Fettflecken. Das ist immer, finde ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen. Also, wenn du in Paris ein gutes Croissant holst, deine Hände leicht fettig durch die Tüte, würde ich mal behaupten. Ich bin fast beim Käsebrot. Ich auch. Erstmal was Deftiges. Ein klassisches Käsebrot. Der Käse ist sehr intensiv, schmeckt viel leichter gereift für Bergkäse. Stand da was? Nee. Aber es ist ein Bergkäse. Schmeckt so wie so Comté ein bisschen. Genau, ja. Genau. Wie ein angenehmer Appenzeller auch so ein bisschen in die Richtung. Boah, wie schön. Wie knusprig das Brot ist, aber trotzdem weich. Ja, ne? Ich habe es auch geil. Einmal kurz gefühlt. Es fühlt sich sehr elastisch und sehr knusprig an. Perfekter Start, sag ich mal. Schönes Butterbrot, aber in Perfektion. Die Butter schmeckt dann richtig geil raus, mit den ganzen Körnern. Gar nicht zugucken. So. Das ist wirklich verdammt geil. Hier, komm. Und mit dem gereiften Bergkäse und der Butter, ist einfach ein geiles Butterbrötchen. So. In Perfektion. Sehr cremig, sehr temperierte Butter. Der ist sehr fluffig, ist ein sehr dichter Teig auch. Ja. Stimmt auch mit Sauerteig, aber mit kaum sauer halt. Hier ist unten schon sehr hart gebacken auch. Aber nicht zu hart beim Beißen, und oder? Unten? Nö, nicht zu hart. Nö. Aber schon, also im Vergleich zu einem deutschen Brötchen, ist schon eine richtige Kruste, kann man sagen. Das ist wie eine Brotkruste. Eines der besten Käsebrötchen, die ich hier gegessen habe. So. Ich hoffe, sie ist herzhaft.
Weil noch bin ich auf dem Herzhaften gerade. Wie heißen die bei uns? Das gibt's ja bei jedem Supermarkt. Käsestange. Oder so Twister oder irgendwie. Ja, irgendwie so. Also ich kenne so da Käsestange auch. Ist salzig? Das ist süß. Also ist doch keine Käse. Oder ist mit Käse auch? Nein. Sorry. Also sie ist mega lecker, aber Mohn, Sesam, so eine leichte Zucker-Butterschicht. Aber ich hätte mich voll auf eine Käsestange gefreut. Nächster Laden kommt dann eine Käsestange. Sieht aber auch ein bisschen aus wie Käse, ne? Das hier oben drauf. Ja, es ist irgendwie so Zucker, glaube ich, mit ein bisschen Butter oder irgendwie. Also auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie Vanillecreme oder so. Also ich bin begeistert vom Gebäck hier, muss ich schon sagen. Sehr lecker. Ja. Sieht sehr gut aus. Das ist richtig schön dunkel gebacken. Ne? Ich liebe das jetzt, weil es dann einfach noch mehr Röstaromen hat. Ja, ich mag es gerne heller, aber das ist schon, wie du sagst, da hat viel krassere Röstaromen. Ne? Also es ist mega saftig und luftig drin. Diese Kruste, also drumherum, diese feinblättrigen Krusten, wirklich mega buttrig. Guck mal, es trieft richtig. Schon pervers. Das ist ein geiles Croissant. Aber können die mit Berlin mithalten, so von Albatrosse und Emery und so? Oder auf jeden Fall. Das ganz auf jeden Fall. Nee, eine Brot in Berlin haben wir auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Auch inzwischen einfach auch krass, so ein Gebäck, würde ich auch sagen. Also es ist schon sehr, sehr geil und auch das Brötchen ist einfach. Das Käse, es ist auch bloody. Das Käsebrötchen ist einfach super lecker. Wir gehen aber noch zum klassischen dänischen Gebäck, dieses Kardamombrötchen. Ich habe die Preise jetzt alle nicht im Kopf, aber die haben natürlich. Immer halt so 30 Kronen hat ein Gebäck gekostet. Kardamombrötchen. Das ist so schön eingeflockt noch. Das ist wie so ein Zopfteig, wie so ein Hefezopf. Kompakt, ja. Luftig, aber kompakt und sehr so, also so außen so sehr, sehr feucht, also so buttrig feucht. Gibt's ja mittlerweile auch fast in jeder großen Stadt, ne, diese Bäckerei. Mega leckerer, saftiger Hefezopfteig. Ist das Mohn da mit drin? Nein, es ist Kardamom. Krass. Geschrumpft. Genau dazu komme ich jetzt. Also das Brötchen ist fantastisch. Nur mir persönlich, das ist endkrass. Es schmeckt wirklich richtig heftig nach Kardamom. Das ist jetzt nicht so mal ein Gebäck, was ich immer wieder essen würde, weil es einfach richtig penetrant nach Kardamom schmeckt. Aber in sich technisch ist alles einwandfrei. Ich finde auch immer, man muss es mögen. Meine Freundin liebt es. Geschmacklich finde ich das viel zu brutal. Aber was schön ist, ist, dass man sieht, dass es wirklich reingeflochten ist und die auch noch die einzelnen Segmente. Ich meine, wenn du damit sozialisiert bist und aufwachst, so, dann klar. Das ist mega. Aber schon sehr lecker. Ja, voll. Guck mal in der fertigen Helmer an. Das ist nämlich ein guter Bäcker. Google mal, how comes the Spandauer to Kopenhagen? Sieht krass aus, ne? Das Rätsel ist immer noch nicht gelöst, aber fantastisch sieht es auf jeden Fall aus, ne? Ja, ne? Sieht guck mal, hier unten hat es eine richtige so, wie so einmal so eine Schutzschicht aus Blätterteig. Lundergebäck mit Vanillecreme, so einfach kann man es einfach mal nennen, oder? Ja, das stimmt. Das kann man auch. Da ist nach seinem Blick, sieht das am geil aus. Schmeckt sehr fettig, knusprig, saftig. Genau die Vanillecreme, die ist so fest und nicht so luftig oder so, dass die wirklich mit dem Eigelbgeschmack da drin, die erinnert wirklich 1:1 an wie eine Creme Brûlée, fehlt nur noch die knusprige Geschichte. Ich sag mal so, technisch und aufwendiger habe ich schon natürlich einiges auch gesehen. Aber es ist ein echt einfach geiles, so süßes Plunderteig für jeden Tag, so wenn man jeden Tag sowas isst. Mhm. Mhm. Schmeckt mega nach Vanille. Müssen noch wieder aufhören, ein bisschen lecker zu sagen, so oft heute. Unsere erste Zimtschnecke Dänemarks. Also ich habe schon hier ein paar Mal welche gegessen bei Durchreise. Oder nee, das war Schweden, sorry. Sorry. Das sieht fast aus, auch könnte auch was so ein geiler Strudel sein. Das war gar kein Strudel. So ein Mondstollen ein bisschen, ne? Mir gefällt das sehr. Es ist sehr, wieder sehr buttrig. Karamellisiert mit dem Butterzucker ist das sehr so ein zäher Karamell. Und das macht dieses quietschige. Auch wieder ziemlich dunkel karamellisiert. Genau, ne? Genau. Sehr chewy so. Ich finde, am Anfang schmeckt es total doll nach Zimt und danach geht es ein bisschen unter. Mhm. Und das finde ich ganz geil, weil das, was zurückbleibt, ist gar nicht so das Zimt, der Zimt, sondern das Karamell. Ich finde, die ist wirklich hier so durchkaramellisiert in den einzelnen Zwischen. Genau, ich finde es auch ganz geil, dass der so schmal ist, weil halt für Brot oder sowas hast du ja oft die Größe. Das ist so eine kleine Feind, der ist nicht so riesig, ne? Genau, das ist nicht so riesig und dann ist das Verhältnis von Karamell und Teig auch wieder ganz anders. Schlechte Gewissen ist auch nicht so groß. Also, ich weiß nicht genau, was das ist, aber es ist gefüllt mit Vanillecreme, Mandeln, auf jeden Fall auch wieder so ein Plunder-Blätterteig-Gebäck. Irgendeine Trockenfrucht, also, oder? Mhm. Dann würde ich sagen, Nuss und Pflaume, Vanille. Sehr lecker. Diese Genusscreme ist nicht ganz meins.
Beere, ja, 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 also Beere, ja. So wie so eine getrocknete Erdbeere, ja, oder ja, irgendwie sowas. So, welches fandet ihr denn von den süßen Gebäcken, sagen wir mal, am spannendsten? Ich glaube, von dir am besten. Die Zimtschnecke, die klassische. Ja, das ist mir ein bisschen heftig, ein bisschen Weihnachten. Aber der Spandauer war perverser. Der Spandauer hat halt super krass nach Vanille geschmeckt und so ein bisschen leicht mit dieser Eiercreme da drin. Und das Ding hat, finde ich, mehr Feuer einfach. Das ist absolut so der perverseste von allen. Ja, ja, was du meinst, diese einzelnen karamellisierten Schichten bei dem Gebäck sieht, boah, phänomenal geil. Der ist durch die Karamellisierung so richtig knusprig, luftig, fettig. Das ist einfach perfekt. Du schmeckst halt richtig das Karamellisierte. Ich hatte so richtig so einen Crunch zwischendurch, so in diesen einzelnen Schichten. Hammer. So eine Zimtschnecke, das macht richtig Spaß zu essen. Mhm. Vor allem so richtig wie so Karamellbit, so richtig fast, ne? Ja, richtig geil. Aha. Das sieht jetzt aber nicht so spannend aus. Hartbargeri gehört zum Teil auch Rene Rezepi, wenn ich es richtig gelesen habe. Die hat ein Mensch aus San Francisco eröffnet, der bei der Tartine Bakery gearbeitet hat. Wir hatten es ja vorher schon erwähnt. Ich glaube, das ist so einer der angesagtesten Bäcker hier. Einer von vielen. Also, aber schon wieder Noma. Diesmal hat aber Rene Rezepi selber seine Fingerchen mit im Spiel. Darum ist das natürlich noch mal spannend. Witzigerweise, als wir gestern Pipi machen waren und Kaffee trinken, waren wir beim Ableger von denen. Wollen wir noch ein Käsebrötchen? Ja, gerne. Die haben immer sowas. Ja, alles klar. Thank you. Wir haben jetzt endlich rausgefunden, wieso der Spandauer heißt. Weil es die Form wie die Zitadelle Spandau hat. Der geht so viermal auseinander wie die Zitadelle. Genau. Aber von den Wiener Bäckern eingeführt. Das Geheimnis ist gelüftet. Das sind quasi so vier Zipfel. Genau, sieht die Zitadelle denn wirklich so aus? Ja, ich kann es dir gleich zeigen. Ja? Die ist so wie so eine Burg und dann ist sie so fünfeckig. Und nach dieser Form ist der Spandauer nachgefunden. Ey, krass, Alter. Ja, Mann, wir haben es rausgefunden. Noch was gelernt heute. Die drei Fragezeichen. Wunderbar. Aber jetzt muss ich noch herausfinden. Also ein Wiener Bäcker in Spandau hat das wahrscheinlich irgendwie. Seine Geliebte war in Spandau oder so. Kann auch sein. Und dann ist er mal nach Zitadelle gefahren. Das ist mein Kaffee. Das sieht sehr aus wie das Käsebrötchen bei Sophie the Bakery. Definitiv weniger Butter. Ja? Dickerer Käse, weniger Butter. Ohne zu urteilen, es schmeckt bestimmt genauso geil. Also das Brot ist hier super. Aber die Unterschiede, der Käse drüben war auf jeden Fall ein bisschen intensiver. Ja, ne? Das sieht man schon. Die Gesamtkomposition ist ein bisschen luftiger, aber hat dieselbe Festigkeit. Man sieht, die Poren sind hier viel größer. Dünnere Kruste unten, luftigerer Teig oben in der. Also Rösch sind die alle richtig. Also knuspern, knacken. Schon fast aus wie so ein richtiges Brot oder so, ne? Wie sich die Oberfläche sich vergrößert hat hier und so. Gute alte Käsestulle. Sehr, genau, irgendwie. Also total geil. Man muss sagen, das hat jetzt alles zusammen fast 60 Euro gekostet. Das ist schon sehr teuer hier. Wow. Diese hochwertigen Bäcker bei uns in Berlin sind tatsächlich nicht viel günstiger oder auch gar nicht günstiger. Das ist halt Handwerkskunst und hat halt etwas teureres Mehl wahrscheinlich. Ich fand das Käsebrötchen davor, wenn man es werten lässt, besser. Um einiges mehr Butter. Und der Käse war, fand ich, noch ein bisschen intensiver. Und das Brötchen war, fand ich, hatte noch mehr. Weiß auch, aber das ist nicht schlecht, das soll gar nicht halt. Und nur wenn man die beiden vergleicht, fand ich das davor einfach spannender. Für so ein Morgenfrühmut ist so ein milderer Käse auch manchmal gar nicht so schlecht. So. Ja, nee, zugereifter Käse ist morgens, finde ich, der Tod. Ein bisschen im Schlafrock, guck mal, man sieht da Fenchelsamen oder Kumin. Geröstzwiebeln sind drauf, dann sind da so Chiliflocken drauf, Sesam. Das sieht schon sehr, sehr spannend aus. So ein bisschen wie der Everything Bagel, so ganz bisschen. Die Wurst ist ein bisschen süß. Das ganze Gebäck ist ein bisschen süß. Mit dem Fenchelsamen, geil. Also, das hat so einen Ausschlag in so eine Geschmacksrichtung, die irgendwie in Richtung mediterran geht. Halt, ja, so durch die Wurst, Italien, ne? So. Da ist Fenchel auch mit drin. Fenchelsamen. Das ist aber geil. Schön knusprig, die Wurst. Schön deftige Wurst. Das ist jetzt nicht wie so ein fades Wiener, sondern so eine richtige, fast wie so eine Salsiccia, ein bisschen gröber. Ja. Also jetzt nicht so intensiv, aber sehr viel Geschmack und das Außen ist schon sehr würzig. Das sieht sau klein aus, ist aber sau heftig. Das ist ein Scone, ne? Scone. Stand dran, oder? Ein Scone ist eigentlich ohne Hefe. Mit Feta noch drin, meint er? Englisches Scone ist meistens zum Tee mit Clotted Cream in England. Ja.
Bitte nichts sagen. Das ist der saftigste Scone, den ich hier gegessen habe. Ja. Das muss, ja. Meistens sind Scones ein bisschen trocken. Ne? Braucht's auch. Scones. Ja. Aber jetzt der Feta kommt kaum durch. Nee, persönlich. Ich find's ein bisschen langweilig. Ja, hoffentlich. Das ist so, ein Croissant-Gebäck. Das ist auf Blätterteig abschnitten. Und leider wieder Kardamom darum. Da ist aber noch irgendwas, was Kardamom sind. Auch richtig dunkel gebacken, das stehe ich ja voll drauf. Mag ich auch gerne. Was ist das jetzt? Das ist jetzt aus Croissant-Abschnitten in der Form gebacken. Karamellisiert mit Kardamom wieder. Total lecker. Total butterig und zuckrig, saftig, aber sehr poröse unten drin. Und jetzt muss ich persönlich einfach wirklich sagen, ich kenne diese Machart beim Albatros mit anderen, bisschen anderen Sachen manchmal. Und da finde ich das einfach perverser. Weil dort ist das nicht so unten so durchgekrost. Das ist nämlich unten schon total porös und gar nicht mehr so zäh. Mir persönlich schmeckt das bei Albatros besser, aber also diese Segmente sind auch richtig so zum Rausbrechen. Mhm. Also gerade zum Teil, das ist eigentlich ein ziemlich geiles Gebäck, finde ich. Hier sieht man es ein bisschen, was ich meine. Das ist jetzt keine Kritik, weil das ist so jetzt nur mein Geschmack. Technisch ist es einfach mega krass. Der Franzose wird sagen, es ist zu dunkel gebacken. Ja. Aber ich find's geil, weil du kannst so rausbrechen und hast so ein bisschen... Wenn du dem Franzosen sagst, hier in Kopenhagen gibt's die besten Croissants, dann lacht er dich aus. Dann lacht er dich aus, ja. Kleinen Carrot Cake. Aber guckt euch mal an, wie liebevoll der gemacht ist. Den habe ich gestern schon bei dem eingesehen. Sieht nach einer Vanillencreme aus, Schokolade und wahrscheinlich Karotte, ne? Sehr walnüssig sieht's aus. Okay, Leute. Geiler Karottenkuchen. Ganz anders, als man es kennt oder so. Oder so ein Schweizer Rüblikuchen. Extrem lecker. Der Teig sieht doch gar nicht so saftig und los wie bei einem Karottenkuchen. Nee, aber er ist saftig und fester. Es ist kein richtiger Teig, es sind fast nur Nüsse. Ich mag es ganz gern. Es erinnert auch ein ganz bisschen an Früchtebrot fast. Also es sind keine Früchte drin, aber es erinnert so ein bisschen von der Supsigkeit so an ein bisschen an Früchtebrot fast. Vor allem mit den ganzen Walnüssen, das mag ich ganz gern bei so einem Kuchen. Da gehen wir nach Sandorn ein bisschen. Ja, das ist Sandorn. Oder? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist die Ostsee. Ist aber geil, oder? Wie schmeckt der euch? Mhm. Du wirkst nicht so begeistert, Freddy? Das ist lecker. Du, sehr gut. Hat nichts mit dem Karottenkuchen, den wir zu Hause kennen, zu tun. Schmeckt kaum nach Karotte. Nee. Was Albatros hat, was alle, die hier nicht haben, ist, der hatte jetzt so einen komischen Scone mit ein bisschen Feta. Diese Würstchen im Schlafrock, die waren richtig geil als herzhaftes Ding. Bei Albatros gibt es noch ganz viele Danishes, die irgendwie herzhaft gefüllt sind. Ja. Stimmt auch, mit Zwiebeln, mit dem und das vermisse ich gerade. Ich habe jetzt schon wieder nur Zucker im Mund gerade und da ich so eher, bin schon so ein Süßer, aber morgens bin ich schon eher der salzige Typ. Aber muss echt sagen, dass mir jetzt richtig, richtig pappiges Maul. Und krass, ich habe es aber gelesen, es gibt natürlich bei anderen Bäcken, müsste es auch noch mehr irgendwo salzige Gebäcke geben. Aber bis jetzt war die Auswahl recht klein natürlich, aber natürlich fein, aber lohnt sich testen und auch gerne die anderen. Und ich glaube, es passt bei mir heute nur höchstens noch ein Bäcker rein, aber ich bin jetzt kriege ich langsam Blocksdorf und Hotdog, Leute. Auf geht's. Und nicht vergessen, liken, abonnieren, subscriben, wie auch immer das alles heißt. Unsere nächsten Reisen sollen noch informativer werden. Eine etwas informativere Recherche bedarf das natürlich. Mit der Geschichte des dänischen Hotdogs habe ich mich jetzt einfach nicht auseinandergesetzt, leider. Es tut mir wirklich leid. Das wird dafür in Zukunft noch spannende Sachen geben, glaube ich, was das angeht. Wir laufen jetzt gerade zu... Zum Hotdog. Zu welchem? John's Hotdog. John's Hotdog Deli. John's Hotdog Deli, genau. Das klingt sehr klassisch, ist ein Imbisswagen, glaube ich. Schauen wir mal. Eine Stunde war der klassische Hotdog wieder ausverkauft. Das heißt, wir haben jetzt wieder keinen klassischen Hotdog bekommen. Es ist jetzt Frankfurter. Witzigerweise ist der Frankfurter ist ja die Wurst, die man in New York in den klassischen Hotdog tut. Es sieht jetzt natürlich so ein bisschen dicker aus. Ich glaube, der klassische ist jetzt wie so eine Art Wiener Würstchen. Haben wir wieder nicht bekommen. Wir gehen jetzt wahrscheinlich noch zu diesem Bio-Hotdog-Laden und hoffen, dass wir heute noch irgendwann einen echten Hotdog, also einen ganz klassischen dänischen Hotdog bekommen. Ja, bis gleich. Snacksoße, Senf, Ketchup, rohe Zwiebeln, geröstete Zwiebeln, also Rostzwiebeln und süß eingelegte Gürkchen. Schade, dass alles schon ausverkauft ist.
der anstrengenden Radtour war. Weißt du, wie es aussieht? Milde Wurst. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Wurst könnte für mich ein bisschen dünner sein. Mhm. Wie heißt die, diese Dressing-Mayo? Mhm. Ne? Snacksoße. Snacksoße, genau. Leicht scharf. Ich esse immer gerne scharf, auch finde ich sehr geil. Wieder eine sehr dicke Wurst. Aber mit den rohen und den gerösteten Zwiebeln. Fehlt ein bisschen das Hotdog-Feeling. Ne? Aber ist okay. Ja, kleiner guter Snack. Und schmeckt krass nach diesem geräucherten Paprikapulver. Schmeckt wirklich, wie es aussieht, aber ist ein bisschen viel Wurst, finde ich auch. Ne? War's aus Kopenhagen, Freunde? Genau. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Wir hatten auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit zu dritt. Wir genießen jetzt noch den sonnigen Tag, essen noch einen Hotdog, vielleicht noch ein Camembert-Brötchen oder sowas. Wir fahren dann zum Flughafen und jetzt geht's bald noch schon nach Schweden. Ich hoffe, euch hat die Reise gefallen. Ihr habt nicht vergessen bei dem letzten Video, hoffentlich, das mit dem Road Tour. Wenn ihr das nicht vergessen habt, müsst ihr unbedingt jetzt kommentieren, dass damit ihr das auch wollt. Damit wir es organisieren und planen können. Subscriben, liken, abonnieren und bis bald. In Stockholm sind wir mit dem ganzen Team auch da, werdet ihr ein paar schöne Eindrücke auch von der Arbeit sehen. Komischerweise haben die Jungs schon ein Outro gemacht, waren aber trotzdem noch ein Hotdog essen. Viel Spaß. Bio-Brot, Bio-Wurst, Bio-Ketchup, Bio-Senf, Bio-Gürkchen, alles Bio. Sogar das Getränk ist Bio. Das ist der Bio-Hotdog unter den Hotdogs hier. Appetit. Also, auch wenn es alle klassischen Beilagen beinhaltet. Lecker. Man merkt es, dass es qualitativ hochwertig ist. Schmeckt aber irgendwie alles nicht nach meinem klassischen Hotdog, den ich mir gewünscht habe. Nee, ich auch nicht. Wurst ist nicht schlecht. Also alles, das Verhältnis ist auch besser bei der Wurst. Ich würde es mir aber auch noch mal holen, wenn ich Knast hätte. Und hier in der Nähe bin, ja. Ne? Schmeckt wie so eine weiße, ne? Als ob da nicht mal Dünkelsalz drin wäre, als was ja auch gut ist, aber... Die irgendwie so... Die hat kein Wiener Würstchen-Taste. Aber ich finde, die bleibt besser als den letzten. Also weil das Verhältnis finde ich auch immer stimmt. Uns fehlt immer noch der klassische Hotdog eigentlich, auf dem wir auf der Suche waren. Okay, dann fahren wir jetzt zu Ikea. Und das war Kopenhagen, meine Freunde. Lasst uns doch gerne in den Kommentaren wissen, wie euch die längeren Videos gefallen haben, ob ihr eventuell mehrere kleine Videos über die Woche hinweg bekommen wollt mit den einzelnen Standorten oder ein großes Ganzes. Und vor allem macht den Jungs Druck. Wir wollen alle diese Roadtour und ihr müsst den Jungs Druck machen. Die Jungs haben richtig Bock drauf und die sind kurz davor, es zu machen. Also gebt jetzt nochmal richtig Gas. Lasst es die Jungs wissen. Ich habe Bock. Ich habe Angst, wie viel da zu schneiden kommen wird. Aber das machen wir gerne für euch.